Oh, warte. Auf zu schwätzen, wenn ich nicht da bin. Ich war schon einmal hier. Die Gänge sind so angelegt, dass man nur zu zweit eine Chance hat, bis zur Halle des Seelenschinders zu kommen. Wir müssen uns trennen. Ich nehme den linken Weg und ihr den rechten. Danach sind wir aufeinander angewiesen. Wir müssen uns gegenseitig den Weg freimachen. Mit meiner Magie kann ich euch sagen, was ihr zu tun habt. Selbst durch die dicksten Mauern hindurch. Los jetzt! Das Schwert ist nahe. Das kann ich spüren. Nehmt den rechten Weg. Ja, einen Moment. Hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Nur eine kleine Sache, die ich noch anmerken wollte gerade. Was mich so ein wenig verwundert hat, als er vorhin mit Baratheon geredet habt, als wir da oben bei diesem Ausblick waren, bei Zelaras Grab, da hat er ja mit ihm so in normaler Stimme geredet und auch Baratheons Stimme kam nicht über einen Hall oder sowas, ohne besonderen Soundeffekt oder irgendwie in der Richtung, sondern einfach nur so sehr direkt, als ob er nur wenige Meter vor uns stehen würde. Er hat zwar jetzt nochmal darauf hingewiesen, ja, über Magie und Gedanken, aber dann wundere ich mich, warum Baratheon auch mich mithören lassen hat, was er zu sagen hatte und nicht nur Narazul, weil eigentlich ging das mich doch gar nichts an, außer er wollte uns beiden Angst machen, also Angst in Anführungszeichen. Sehr cool hier, ich mag aufgehängte Skelette, tragen wundervoll zur Raumdeko bei. Diese Wurzel sah auf den ersten Blick aus wie irgend so ein wildes Etwas, was aus einem Rücken herausgewachsen kommt. Boah. Hier ist eine verschlossene Tür. Schaut euch auf eurer Seite um. Ist dort irgendwo ein Schalter? Nein. Exzellent. Die Tür öffnet sich. Hier ist ein weiterer Schalter. Wartet kurz. Ich betätige ihn. Jetzt können wir beide weitergehen. Ausgezeichnet. Und das erste Mal hat er das wohl mit Art gemacht. Seht euch den Raum genau an. Ihr müsst herausfinden, wie man den Mechanismus aktiviert, der die nächste Tür öffnet. Warum muss ich das herausfinden? Du, mein lieber Freund, bist doch schon mal hier durchgerannt. Du weißt doch ganz genau, wie man den Mechanismus öffnet. Aber na gut. Aktivieren! Aha. Also damit kann ich es wahrscheinlich... Stop it! Dreht sich gerade noch irgendwas? Okay. Aktivieren, während er sich dreht. Also ich muss auf die andere Seite drücken, damit das Ding anfängt stehen zu bleiben. Okay. Mit dem ganzen Wurzelgeflecht, das hat schon Style hier. Schauen wir einfach mal, was passiert, gell? Einfach mal alle Kügelchen rausholen. Meint er dieses Tor hier? Weil hinten dran sehe ich wieder etwas. Soll hier irgendwas aufgehen? Soll ein Strahl von drüben rüberschießen? Okay, ich kann es nicht nochmal aktivieren. Was haben wir hier? Hä? Hä? Okay, jetzt habe ich eine Druckplatte gedrückt und jetzt ist irgendwas passiert. Ah, aha. Ah, da oben, das ist aufgegangen. Und ich sehe hier... Nee, ich sehe nur eine Steindecke. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie der Sternenhimmel und dann das Licht des Mondes wird gebündelt durch diesen Kristall nach vorne. Geil. Ja, sieht schon mal nach der richtigen Richtung aus. Oder soll ich... Was passiert, wenn ich jetzt hier weiterdrehe? Ah, okay. Dann dreh das mal da auf das Ding da. Ah, okay. Da sind Wurzeln im Weg. Ich lasse es mal darüber laufen.
Ja. Ja. Gut. Aha. Jetzt geht es da rein, da rüber zu dem blauen und aus irgendeinem Grund kommt jetzt ein grünes raus. Jut. Bleibt das jetzt, auch wenn ich es jetzt wieder wegdrehe, oder fährt es dann wieder rein? Nein, es bleibt. Okay. Und wenn ich jetzt auf dem anderen da festfahre? Achso, dann passiert wahrscheinlich nichts, ne? Okay, ich ziehe einfach mal auf das Grüne. Obwohl, warte mal. So, jetzt haben wir es dahin gemacht. Geht auch da nach drüben zum Blauen, aber hier scheint nichts zu passieren. Okay. Halten wir es mal beim Grünen an. Vielleicht werden wir dadurch schlauer. Ah. Superschön. Hast du noch irgendwas zu sagen, Narazul? Oder bleibst du einfach da oben erstmal stehen? Ach so. Dort ist ein Schalter. Betätigt ihn, damit auch ich weitergehen kann. Genau das wollte ich auch sagen. Ach so, hier ist der Schalter für Narazuls Tür oben. Bitteschön. Okay, bist du durch? Glaube schon. Mit den erhöhten Gamma-Einstellungen sieht auch dieses Licht so richtig mehr so cinematisch aus. Also richtig so ein bisschen nach Kinofilm. Boah, geile Lichtkulisse hier. Ah, oh, nee, super. Hallo? Kommt hier überall was raus? Aus jedem Schlitz, oder? Sieht nicht so aus. Oh, hier oben gibt es wieder irgendwas. Oh! Jesus. Ah? Okay. Warum? Weil sie ins Licht gelaufen sind? Ah, lichtscheue Kreatur. Passend, dass hier eine Waffe, die irgendwie gesegnet vom Schattengott oder wie man auch immer sowas nennen will, oder ein Bruchstück der Macht des Schattengottes inne hat, dass hier Kreaturen sind, die lichtscheu sind. Warum auch immer dann der Tempel so hell beleuchtet ist. So, ihr seid wahrscheinlich nicht lichtscheu, wa? Wo ist mein Feuer? Hast du Feuer? Na klar habe ich Feuer. Geht ihr alle bloß weg. Ekelhafte Drecksviecher. Oh, Spinnengeschnetzeltes. Hat sogar einen Dietrich gehabt. Lag wohl quer im Magen. Oh, da oben haben wir noch. Kann ich eigentlich über die Wurzel da irgendwie... Huch. Okay, probieren wir das lieber nicht. Bevor ich irgendwie in der Wurzel stecken bleibe. Dieser Kristall sieht wichtig aus. Nehmt ihn besser an euch. Ja, kommt sofort. Nehmt ihn besser an euch. Sieht wichtig aus. Der redet so, als ob wir gemeinsam die Rätsel lösen würden, aber ich dachte, der wäre doch schon hier gewesen. Wie bereits gesagt von mir. In Ordnung, ich öffne euch die Tür. Welche Tür? Soll ich jetzt über die Wurzel hoch? Also, jetzt könnte ich theoretisch über die Wurzel hoch. Hier ist aber eine Tür, okay. Testen wir das einfach mal aus, ich bin neugierig. Oh, oh, yes, yeah, Eisenstreitkolben und Hammer, die aus der Wurzel rauswachsen, alles klar. Hey, guck mal, hier könnte ich den Weg von Narazul einfach nehmen. Hey, Narazul, altes Haus! Olle Keule, nein! Schade, geht das nicht. Okay, Leute, ein Versuch noch, okay? Ist natürlich bestimmt nicht gewollt, dass man den gleichen Weg wie... Upp. Oh, unsichtbare Mauer.
Schade. Okay, also können wir leider nicht ihm einen Besuch da oben abstatten gehen. Wäre lustig gewesen. Gut. Oh, so viele Spinnenweben. Ja, super. Und da haben wir auch schon die passenden... Hör weg! Ah ja, so ist unsere liebe Sana. Einerseits sagt sie, boah, ist das ekelhaft, Spinnen und so. Ja, ja, das ist die... Oh Gott, was war das? Warum ist sie in mein Gesicht hoch? Geht alle weg. So. Puh, einerseits, oh, ekelhaft, Spinnen, oh mein Gott. Und andererseits greift sie immer schön in den Hintern dieser Spinnen, um die Spinnenseide rauszuziehen. Ganz schön ekelhaft, Sana. Oh Mann, oh Mann. Die sind ja überall hier. Ich weiß, ich müsste eigentlich gar nicht vor den Viechern hier flüchten. Ich mache ja mehr als genug Schaden. Und halte auch mehr als genug aus. So ein paar Spinnen werden mich schon nicht in die Zwiekningen, ja, ganz genau, in die Knie zwingen. Ja, aber stellt euch mal vor, wenn jetzt plötzlich so 20, 30 Stück auf einmal kommen. Ich will jetzt nicht voreilig irgendwie ein Urteil fällen. Die ist schon tot? Die heißt sogar tote Spinne. Was hat denn hier eine tote Spinne gesucht? Ist hier vielleicht irgendwo Mutti-Spinne oder sowas? Das hier sieht aus wie eine fiese Falle. Ich renne mal trotzdem rein. Oder nee, ich habe Angst. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Jetzt werden alle neugierigen Leute, die unbedingt wissen wollen, was das mit den Löchern im Boden auf sich hat, es niemals erfahren. Boah, hier wird es doch wieder finster. Hier auf meiner Seite ist auch solch ein Kristall. Ich nehme ihn mit. Okay. Tue dies. Aha. Können wir jetzt einfach weiter, oder? Tempel des Seelenschinders. Okay, einfach die nächste Stufe. Die nächste Stufe des Tempels. Hallo, da brauche ich ja nicht mal die rote Fackel, so rot wie das hier ist. Boah, sieht das creepy aus. Vielleicht können wir aber mit der roten Fackel, an der wurde ja auch gearbeitet, wir haben die auch schwächer gemacht, also der liebe Phönix. Haha, hier passt die Fackel perfekt. Ich laufe erstmal aber so ein bisschen rum mit der normalen Beleuchtung, um zu schauen, wie das beabsichtigt war, das zu erleben. Das sieht nämlich auch richtig geil aus, so. Ah, die große Kaverne. Bei euch müsste sich der erste Schalter befinden. Nein, was für ein Schalter? Wenn man das hier so sieht, dann sieht man, da fällt einem auch auf, was alles mit Oblivion, mit dem Original Oblivion möglich gewesen wäre. Wow! Dieses Level-Design, Mann, oh Mann. Ah. Pass auf, dass du dir jetzt nicht die Füße verbrennst. Sehr gut, da ist die Brücke. Eine Sekunde, gleich könnt ihr weiter. Nun seid ihr wieder dran. Hey, aber darüber könnte ich auch rennen, oder? Hüpp! Nein! Wieder eine unsichtbare Wand gewesen. Heiß, 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 heiß. Okay, gleiches Spiel nochmal, nehme ich an. Aha, und da drüben ist auch eine Druckplatte. Sehr gut. Danke, Neuerzul. Dass dieser Tempel für zwei Leute gemacht ist. Ich frage mich, warum. Gibt es zwei Klingen am Ende oder sowas? Da oben leuchtet uns schon fröhlich blau etwas an. Okay, der ist schon weiter vorgerannt. Dann wollen wir auch mal nicht weiter warten. Go, go, go! Steigt auf den Lift! Was? Irgendwas mit Lift? Oh Gott! What is happening?
Also ich glaube, was er mir sagen wollte war, das da vorne ist ein Lift oder sowas. Oder irgendetwas mit Lift-Apfelschorle, aber ich bin mir nicht sicher. Diese Zugbrücken sind an einen Zeitschalter gebunden. Ich denke nicht, dass ihr schnell genug seid, um rechtzeitig rüberzukommen. Aber seht ihr dieses Gebilde dort an der Wand? Wenn ihr es aktiviert, indem ihr es mit einem Pfeil trefft, wird es euch hilfreich sein. Okay. Das hier. Huch, ah. Geht nicht auch einfach ein Zauber? Warum habe ich beide Bögen eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ah, dieses Gebilde da hinten, okay. Was ist, wenn ich es mit einem Zauber treffe? Geht das auch? Hui. Nein, okay. Was ist das hier? Was? Ach so, ich muss es schaffen, komplett drüber zu laufen, sonst setzt er mich zurück. Oder wie? Moment, schießen wir erstmal mit dem Pfeil rein. Was passiert dann? So ungefähr? Ah! Los, schnell jetzt! Ach so, das ist ein Buff. Geil, Mann! So, ich habe das magische Portal angeklickt. Sollte jetzt hier irgendwas passieren, oder? Nochmal. Ach so, wahrscheinlich muss ich einfach durchlaufen. Huch, jawohl. Das war auch das, was so blau geleuchtet hat in der Ferne. Ein magisches Portal. Ah, was ist das denn? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich bin... Habt ihr mein Leben gesehen? Guckt euch mein Leben an. Okay, Lektion gelernt. Lass dich nicht treffen von irgendwelchen Feuerbällen. So müssen Fallen sein, meine Freunde. Wenn ich irgendwo Fallen sehe in irgendeinem Dungeon, dann müssen sie dich fast töten. Weil was für einen Sinn haben Fallen? Ich spiele jetzt übrigens an einen anderen Mod an, den ich auch schon vorgestellt habe. Was für Oblivion-Mods habe ich sonst noch vorgestellt? Aber ja, Fallen, die einen töten, wenn man halt reinläuft. Denn nur so ist man dazu gezwungen, diesen Dingern auch auszuweichen. Mehr oder weniger. Diese Dinger lassen aber auch nicht nach, kann das sein? Puh. Jo. Muss das sein? Erstschlag! Hau du bloß ab! Riesendrecksvieh. Wäh, Igitt. Oh, guckt euch diese giftigen Fangzähne an von den Viechern. Die heißen bestimmt nicht Fangzähne, sondern bestimmt irgend sowas wie Giftdrüsenzähne oder so, aber das ist mir egal. Ekelhaft ist es trotzdem. Stufe 16, easy going, also hier so stufenmäßig. Und jetzt hat das Feuerding einfach aufgehört. Eine Treppe nach oben oder da oben ein Portal. Ich kann in beide Richtungen und ich kann noch hier hin. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Okay. Gut, aber an das Portal oben kommen wir nicht ran. Ich habe irgendwie gedacht, dass hier an der Seite noch eine Treppe gewesen wäre. Allem Anschein nach aber nicht. Dann marschieren wir mal den Weg der Spinne weiter. Und jetzt kommen wir beim Portal raus. Okay, also im Endeffekt kommen wir dort heraus, wo ich sowieso hin wollte. Ausgezeichnet.
Huch. Das ist der richtige Weg. Wir kommen dem Schwert immer näher.